Also ich gestalte hier am Bahnhof in Mainz-Mombach eine Fläche von ca. 30 Quadratmetern. Das Ganze ist eine Collage aus verschiedenen Motiven. Zum einen der legendäre Trans-Europa-Express in seiner Symbolik, sehr wichtig in diesen Tagen. Darüber hinaus verschiedene Mombacher Motive, unter anderem auch das Geiger-Frenz hier. Heute Abend skizziere ich das Ganze erstmal mit technischen Hilfsmitteln vor. Es ist das erste Mal für mich so in dieser Art. Normalerweise mache ich das immer freihand. Diesmal, um das Ganze ein bisschen schneller voranzubringen, mit einem Beamer. Das heißt, ich projiziere die Motive einzeln auf die Wand und skizziere das Ganze dann vor und gehe von da an dann immer mehr ins Detail. Also ich habe mit meinem Geschäftspartner zusammen überlegt, wie wir die ganze Sache, gerade die Rückseite des Gebäudes ein bisschen, die ist ja zur Bahn hin offen, das sind Flächen von vielleicht 150 Quadratmetern und da wäre durchaus die Möglichkeit, eine wiederkehrende Graffiti-Aktion, also keine feste Installation wie hier in der Passage, sondern etwas, was immer mal wieder verändert wird. Auch zur Debatte steht von der großen Güterhalle auf dem Parkplatz die Giebelwand. Ich wollte hier ein Geschenk an die Bahnreisenden und die Mombacher machen, um diesen Ort des Hastens etwas zu entschleunigen, dass man einfach auch mal stehen bleibt, bevor man auf den Vorplatz hastet, um zum Bus zu kommen. Das war eigentlich die Hauptsache, weil die Wand bietet sich dafür an.